Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Hier geht es um das Thema Kopfgelenksinstabilität, Probleme der oberen Halswirbelsäule, Blockaden und alles, was damit in Verbindung steht. Heute geht es um das Thema Augen, die Verbindung der Augen mit der oberen Halswirbelsäule. Mein Name ist Uli Gottfried. Ich bin selbst Betroffener. Ziel dieses Kanals ist es, einen Wissensaufbau durchzuführen. Ja, wenn du dich fragst, Augen und obere Halswirbelsäule, das hat doch gar nichts damit zu tun, dann werde ich dich hier in dem Video eines Besseren belehren, denn die Zusammenhänge sind signifikant und sehr, sehr eng. Und heute soll es insbesondere um das Thema Winkelfehlsichtigkeit gehen, also wenn du nicht weißt, was Winkelfehlsichtigkeit ist, aber zum Beispiel schon in deiner Kindheit Probleme gehabt hast, eine Rechtschreib- und Leseschwäche gehabt hast, oder wenn du sehr schnell ermüdest, obwohl du eine Brille hast beim Lesen, wenn die Buchstaben verschwimmen, wenn du oft Kopfweh hast, also dann bleib hier dran, schau dir das Video an. Wenn du schon weißt, dass du eine Winkelfehlsichtigkeit hast und eine Prismenbrille hast, können für dich hier auch neue Erkenntnisse drin sein. Und wenn du unter Kopfgelenksinstabilität leidest, dann macht das Video hier sowieso auf jeden Fall Sinn, weil der Zusammenhang mit den Augen doch eher signifikant ist. Wie immer habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. So, ihr müsstet jetzt den Bildschirm sehen. Und bevor wir in das Thema Winkelfehlsichtigkeit eintauchen, würde ich euch gern einmal die Fehlsichtigkeiten im Allgemeinen erklären. Nun, ein normalsichtiges Auge ist so geformt, dass der Brennpunkt, oder quasi der Brennpunkt, wo das Bild dann scharf wird, genau in der richtigen Entfernung auf die Netzhaut trifft, beziehungsweise von der Netzhaut auf die Rezeptoren hinten am Auge trifft. Ja, das heißt, das Bild entsteht dann sehr scharf, ist verkehrt rum, das heißt, der Kopf ist unten, die Beine oben beim Menschen und das Gehirn rechnet es dann wieder praktisch, dreht es dann wieder um. Nun, bei einer Weitsichtigkeit ergibt sich das Problem, dass dieser optimale Punkt der Sehschärfe eigentlich hinter dem Bereich der Sensoren liegt und deswegen hier ein unscharfes Bild entsteht. Das kann man einfach mit einer Linse hier korrigieren und dann hat man die Korrektur so, dass wieder das Bild scharf auf die Sinnesorgane, die Rezeptoren hinten auftreffen. Das ist die Weitsichtigkeit. Bei der Kurzsichtigkeit ist es gerade andersrum. Da ist der scharfe Punkt des Bildes zu weit vorne und eine entsprechende Linse, in dem Fall konkav, richtet es dann so, dass auch hier wieder das Bild im optimalen Punkt des Auges scharf wird. Das ist also hier das Thema Weit- und Kurzsichtigkeit und sollte eigentlich in der Allgemeinheit sehr bekannt sein. Das ist das, was der Optiker macht. Ja. Schon etwas weniger bekannt ist der Astigmatismus oder auch Hornhautverkrümmung. Hier ist es so, dass die Krümmung des Auges nicht über das ganze Auge gleich ist. Also hier sieht man ja, dass die Krümmung gleich dick ist. Und hier sieht man Unterschiede in der Krümmung. Also das ist etwas, ja, die Linse ist etwas verzerrt. Und hier entstehen praktisch dann zwei Brennpunkte in zwei unterschiedlichen Entfernungen. Und auch diesen Astigmatismus kann man sehr gut beheben über normale Brillen, die praktisch in einem Bereich einen andere Stärke haben wie im anderen Bereich und so diese beiden Brennpunkte wieder optimal zusammenführen. Nun, es kann aber auch vorkommen, und das ist dann die Winkelfehlsichtigkeit,
dass, ja, hier sagt man einfach mal anatomisch, die Augen so angeordnet sind, dass hier zwei Bilder entstehen. Das heißt, die Augen schauen so ein bisschen aneinander vorbei. Und das ist eben muskulär bedingt. Und ja, das Gehirn sieht natürlich ungern zwei doppelte Bilder und versucht das zu kompensieren, dass jetzt zum Beispiel hier ein Muskel anspannt und den Winkel des Auges so verändert, dass praktisch hier wieder ein Bild gesehen wird. Und das bedeutet, dass die Augenmuskulatur entsprechend anspannt und das strengt natürlich beim Sehen an, beim Lesen an und aber auch das Gehirn an, weil hier ständig gearbeitet werden muss. Eine Prismenbrille gleicht dies aus, indem das hier die Gläser so angeordnet, hoppsa, dass hier die Gläser so angeordnet sind, dass praktisch das Auge diese Arbeit nicht verrichten muss und sich der entsprechende Augenmuskel entspannen kann. Das führt dann dazu, dass auch, ja, der Kopf entspannt ist, dass das Lesen einfacher ist, dass nicht mehr so viel Arbeit gemacht werden muss zum Korrigieren dieses Blicks. Winkelfehlsichtigkeit ist in Deutschland weniger bekannt. Es ist schulmedizinisch nicht anerkannt. Das heißt, wenn ihr zu einem Optiker geht oder zu einem Augenarzt, wird dieser Winkelfehlsichtigkeit nicht diagnostizieren. Ich sage mal, die meisten, also größer 95% aller Augenärzte, haben überhaupt nicht die technischen Möglichkeiten, das zu diagnostizieren, weil hier braucht man spezielle Messinstrumente. Und da Winkelfehlsichtigkeit nicht anerkannt ist und auch nicht behandelt wird in Deutschland, da ist es so, dass praktisch die Diagnosemöglichkeit gar nicht vorhanden ist. Das heißt, ihr müsst einen, ja, es sind da meistens Optiker, die Zusatzausbildungen haben und über die Messinstrumente verfügen. Ihr müsst da googeln. Jede größere Stadt hat so einen Optiker, der das machen kann. Also ich bin hier im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen und wir haben drei Optiker in dem Großraum, die diese Messung anbieten können. Es gibt aber auch Augenärzte, aber tendenziell sind es eher Optiker. Wie misst man nun so eine Winkelfehlsichtigkeit? Nun, es wird hier praktisch ein, ja, Kreuz angezeigt. Und dieses Kreuz hat unterschiedliche Farben. Und man bekommt einen Polfilter aufgesetzt, also eine Art Brille, wo ein Auge nur die eine Farbe sieht und das andere Auge nur die andere Farbe, sodass das Auge nicht mehr versucht, einfach dieses Objekt entsprechend über das Gehirn zu korrigieren. Und ja, also das sieht dann eben so aus. Das linke Auge sieht das Vertikale, das rechte Auge sieht das Horizontale. Und wenn du jetzt eine Winkelfehlsichtigkeit hast, dann entstehen so Phänomene wie hier unten, dass eben das Kreuz kein Kreuz mehr ist. Und je nachdem gibt es hier eine horizontale Winkelfehlsichtigkeit oder eine vertikale Winkelfehlsichtigkeit. Und jetzt kann der Optiker mit verschiedenen, ja, Korrigierwinkeln praktisch das Auge wieder so hinschieben, dass du wieder ein Kreuz siehst. Und das ist dann der Punkt, wo sich die Muskulatur auch dann entsprechend entspannen kann. Ja, welche Symptome haben noch mal Winkel, hat nochmal Winkelfehlsichtigkeit? Gerötete, tränende und schmerzende Augen, schnelles Ermüden, Unwohlsein, leichtes Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, erhöhte Lichtempfindlichkeit, Verspannungen im Hals, Nacken, Schulterbereich. Da werden wir natürlich heute ganz explizit darauf eingehen und auch vereinzelt
das Auftreten von Doppelbildern. Bei Kindern insbesondere Rechtschreib- und Leseschwäche. Wie steht nun das Auge in Verbindung mit der Halswirbelsäule? Und hier sehen wir eine sehr enge Verbindung, insbesondere zum zweiten Halswirbel, dem Axis C2. Warum? Das hat sich gezeigt, und ich werde hier nochmal auch auf Beispiele eingehen, dass tatsächlich der zweite Halswirbel sehr stark mit der Augenmuskulatur korreliert und eine Fehlstellung des zweiten Halswirbels auch Augenmuskulatur anspannt oder auch umgekehrt eine Augenmuskulatur auch entsprechend die Nackenmuskeln verspannen. Sehr schön dargestellt wird es hier auf der Internetseite von der Frau Dr. Pohl. Hier gibt es ja die Pohltherapie. Ich habe die Pohltherapie auch schon mal in einem eigenen Video hier vorgestellt. Hier haben wir aber das Video eher gebracht in Richtung, ja, Haltungskorrektur, Fehlhaltungen, Stopphaltung, Starthaltung, Fehlhaltungen, die sich auch auf die obere Halswirbelsäule auswirken. Und die Poltherapie hat dann natürlich noch viel mehr zu bieten. Und so auf ihrer Internetseite ist auch sehr schön die Verbindung zu den Augen und den Nacken hier dargestellt. Wir sehen hier, es gibt hier eine sehr enge Verbindung. Und ja, wenn du die Hand auflegst auf den Nacken und die Augen bewegst, wirst du merken, dass sich die Nackenmuskulatur anspannt oder auch die Nackenmuskeln bewegen. Nacken und Augen sind direkt verbunden über Nerven. Zum Teil läuft es nicht über das Gehirn, weil die Haltung des Kopfes und der Augen sehr, sehr wichtig ist für das Raumempfinden. Und viele Sensoren laufen deswegen nicht über das Gehirn, weil das eben noch mehr Rechenleistung und Zeit benötigen würde. Deswegen gibt es ja auch eine direkte Verbindung. Und es gibt Übungen, die du machen kannst, wo du siehst, wenn du den Kopf nach links tust und nach rechts tust und dir die Stelle merkst, wie weit du nach rechts gekommen bist, machst 3 Minuten eine Augenübung und schaust wieder nach rechts, dass der Kopf weiter nach rechts drehbar ist. Das heißt, dass die Nackenmuskeln freier sind, entspannter sind. Und hier kannst du dann wirklich direkt den Zusammenhang sehen. Ja, die Frau Dr. Pohl hat hier einiges im Internet, aber sie schreibt eben hier auch nochmal Augen- und Kehlkopfmuskeln, gibt es eine Verbindung Augen- und Kiefermuskeln, also insbesondere das Thema CMD. Und zwischen Augen und bestimmten Schultermuskeln gibt es eine Verbindung. Und auch zwischen den Augen und der Mundpartie gibt es eine entsprechende Verbindung. Und viele Augenbeschwerden hängen eben mit Verspannungen im Nacken zusammen. Das Ganze geht aber beidseitig. Ja, wir hatten ja den Herrn Montasem schon hier auch auf dem Kanal, der Neurochirurg ist und insbesondere die obere Halswirbelsäule versteift. Und er hat auf seiner Internetseite auch hier diese Tabelle, wo er auch nochmal sagt, die Augen sind sehr stark verbunden mit dem zweiten Halswirbel. Hier gibt es also eine enge Korrelation. Eine Fehlstellung des zweiten Halswirbels hat auch zur Folge, dass hier die Augenmuskeln verspannen. Ich möchte euch hierzu ein Beispiel zeigen. Es ist ein junges Mädchen, 8 Jahre, die bei meiner Optikerin hier, bei der ich bin, vorstellig geworden ist. Sie musste die normale Schule verlassen und auf eine Förderschule gehen, weil sie extreme Probleme in der Schule hatte. Und meine Optikerin ist sehr, sehr, ja, interessiert und untersucht auch viele Sachen. Und sie hat einen Versuch gestartet,
weil sie auch eine Verbindung zur Halswirbelsäule vermutet hatte, dass sie das Mädchen testet. Dann ging das Mädchen zu einer Chiropraktikerin, in dem Fall war es American Chiropractic. Hier wurde der zweite Halswirbel adjustiert, der schief war. Und danach hat die Optikerin das Mädchen nochmal getestet. Nun, mir liegt der Befund hier nicht im Detail vor, aber die Auswirkung war signifikant. Vor der Adjustierung des zweiten Halswirbels hat das Mädchen kein Kreuz gesehen, sondern ein verschobenes X. Das heißt, wir hatten hier nicht nur horizontale und vertikale Verschiebungen, sondern auch noch eine Verdrehung des Auges. Nach der Adjustierung war immer noch eine Winkelfehlsichtigkeit hier, aber zumindest war die Verdrehung des Auges weg. Soweit ich weiß, hat das Mädchen aber Probleme gehabt, dass der zweite Halswirbel entblockiert geblieben ist und wir haben leider noch keinen Kontakt aufnehmen können. Mich interessiert natürlich auch, wie es hier weitergeht. Aber das Beispiel soll zeigen, wie stark die Verbindung ist. Das heißt, hier war der Test, die Adjustierung und dann nochmal der Test mit einer stark geänderten, ja, visuellen Fähigkeit des Mädchens. Und man kann sich vorstellen, wenn das Mädchen in der Schule ist, ja, und so sieht, hey, da kannst du mal versuchen zu lesen, da wirst du wirklich verrückt, ja, was da das Gehirn arbeiten muss. Und da ist klar, dass das Gehirn völlig überfordert wird mit so einer Situation. Kommen wir nun zu meiner Systematik oder meiner Symptomatik. Das ist eine Folie, die habe ich euch schon mal gezeigt. Bei mir ging es ja schon los in der Kindheit mit einem Tinnitus, Kiefer, Kopfschiefhaltung, Knieschmerzen, Hörsturz, Kiefersperre, Frozen Shoulder, Blasenprobleme, Schwindelattacken, Unruhe. Und 2020 kamen denen dann eben diese wirklich enormen Sehprobleme dazu. Auslöser war hier eine falsch eingestellte CMD-Schiene, sodass es mir den Atlas verdreht hatte. Es kam dann erst zu Schwindelattacken und dann zu, ja, starken Unruhezuständen, Angstzuständen mit Nachtschweiß, Erschöpfung und was mich am stärksten belastet hat, das waren wirklich die Sehstörungen. Ich konnte ja nicht mehr das Haus verlassen. Es war wirklich so schlimm, dass ich, wenn ich rausgegangen bin und ein Auto ist vorbeigefahren und ich habe versucht, ja, das Auto mit den Augen zu verfolgen, das ist mir nicht möglich gewesen. Und ja, das hat mich extrem stark irritiert. Also wenn ich in den Wald gegangen bin, das war überhaupt nicht möglich. Also ich habe mich wirklich nicht mehr rausgehen trauen und ich war ja vorher, da hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen Augenprobleme, war ich ja beim Optiker und gedacht, okay, ist ein Privatarzt, der kann dich mal komplett durchchecken. Und der hat nur gesagt, nee, bei Ihnen passt alles, kaufen Sie sich mal eine Lesebrille. Also ich habe schon seit der Kindheit meiner Meinung nach Blockade des zweiten Halswirbels. Und bei mir ist das dreidimensionale Sehen dadurch eingeschränkt, ja, gewesen. Das habe ich aber erst dann erfahren, als ich eine Prismenbrille hatte. Aber ich bin dann eben zum Orthopäden gegangen. Und habe gesagt, Mensch, schauen Sie sich mal meine Augen an. Ja, das habe ich tatsächlich einen Orthopäden gefragt. Ich war da beim Orthopäden, der auch Applied Kinesiologie macht. Und die sind einfach ein bisschen breiter aufgestellt. Und der hat dann einen Test gemacht, wo ich den Finger folgen musste. Ja, links, rechts, links, rechts. Und dann hätte er einen Muskeltest gemacht und geschaut, ob mich das schwächt, ob das meinen Körper schwächt, ob ich dann keine Kraft mehr habe. Und ja, das Ergebnis war, der ganze Körper hatte keine Kraft mehr. Ich habe zu zittern begonnen. Ich habe ihn angefleht, dass er mir irgendwie Akupunkturnadeln setzt, um mich zu beruhigen. Er konnte mich dann relativ schnell zurückholen, indem dass er mir die Notfalltropfen von Bachblüte gegeben hat. Aber wir konnten dann auch keine weitere Untersuchung fortsetzen, weil ich wirklich komplett durch war.
Und was Emmy gesagt hat, es gibt zwei mögliche Ursachen für so eine drastische Reaktion. Erstens, ja, ein brutales Trauma, so ein Kriegserlebnis mit vielen Toten und was weiß ich, wirklich ein absolutes Trauma oder Winkelfehlsichtigkeit. Ja, und habe mich zu einer Optikerin geschickt, eben zu der Optikerin, wo ich gerade gesagt habe. Und die hat eben Winkelfehlsichtigkeit festgestellt. In dem Fall, bei mir waren es 3 Millimeter auf 1 Meter, also auf 10 Meter 30 Zentimeter, auf 100 Meter 3 Meter. Das heißt, du siehst eigentlich alle Objekte doppelt und musst entweder das im Gehirn dann gerade rechnen. Und ja, in dem Fall, wo der Atlas so stark verstellt war, und bei mir auch das autonome Nervensystem extrem irritiert war, habe ich das einfach nicht mehr kompensieren können. Und das hat mich praktisch so geschwächt. Das heißt, wenn ich Objekte nachgeschaut habe, dass das auch so dermaßen auf das Nervensystem gegangen ist, dass es dann unmittelbar zu einem Angstzustand gekommen ist. Ja. Und das Problem war, sie konnte mir nicht unmittelbar eine Prismenbrille geben, weil ich noch zu instabil war. Die Prismen waren noch nicht ganz klar. Also die Brille wäre zu stark gewesen, weil sie denkt, naja, nach so einem Zustand werden die Muskeln sich schon wieder ein bisschen entspannen. Und es war für mich eine grausame Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn sich die in 4 Wochen ändern, ist mir egal. Bitte kaufen, machen Sie mir so eine Brille. Ich kann nicht mehr. Ich halte das psychisch auch nicht mehr aus. Ja? Ich traue mich nicht mehr vor die Tür. Ich kann Leute nicht mehr fixieren, ich kann auch Leute nicht mehr länger anschauen. Das ist für mich anstrengend, Leute länger anzuschauen. Und vielleicht gibt es hier die Möglichkeit, dass die Brille eine Linderung bringt. Ja. Und nach 6 Wochen hat sie mir also dann die Brille gegeben und das Ergebnis war gigantisch. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich bin am Anfang 4 Mal an dem Tag in den Wald gegangen und habe mir Bäume angeschaut. Ich habe mir Blumen angeschaut. Ich habe noch nie so räumlich gesehen, wie ich es dann mit dieser Brille gesehen habe. Das zeigt mir, dass an der Halswirbelsäule, der zweite Halswirbel war schon lange blockiert und ich war zum Teil den Tränen nah, als ich wirklich ja, Menschen an mir vorbeigehen sehen habe. Und die sind durch den Raum geschwebt, ja. Also ich hatte ja auch eine Spiegelreflexkamera und da kann man ja zum Beispiel einen Baum scharf stellen und der Hintergrund ist unscharf. Ja. Und ich habe immer gedacht, Mensch, das ist ein Phänomen von der Spiegelreflexkamera. Aber die Augen sind wirklich so. Ja. Ich habe vorher halt so gesehen, wie wenn du den Baum dreidimensional malst, aber nie, dass der so wirklich voll im Raum steht. Und das kann man jemandem echt schlecht beschreiben, der noch nie so richtig räumlich gesehen hat. Trotzdem war es so, dass ich nach 1,5 Jahren hier ungefähr Probleme bekommen habe. Die Prismen haben sich einmal geändert. Ich habe dann Probleme bekommen. Die Augen sind sehr stark ermüdet mit der Brille. Und wir haben dann eben getestet, auch wieder mit Applied Kinesiologie, ob mir die Brille noch gut tut. Weil vorher war der Test ganz klar, ja, ich brauche die Prismen. Ohne Prismen bin ich echt total schwach. Und das ist auch von einem Arzt diagnostiziert worden, der total gegen Prismen ist, aber eben auch die Möglichkeit hat, Winkelfehlsichtigkeit kinesiologisch zu testen. Und der hat genau getestet, die Brille, die muss ich haben. Auch wenn er hat vorher wirklich gesagt, mein Gott, haben Sie das angefangen? Und dann hat er mich doch getestet und gesagt, ja, doch. Ich habe festgestellt, sie brauchen die Brille. Gell? Aber irgendwann habe ich die Brille nicht mehr gebraucht. Und die Winkelfehlsichtigkeit hat sich aber zu diesem Zeitpunkt sogar verschlechtert. Ich war nicht mehr bei 3 Zentimeter, sondern bei 5 Zentimeter. Aber das Auge wollte eine normale Brille. Und da komme ich eben wieder zu dem Punkt, ja, nicht alles, was man irgendwie berechnet und misst. Und da komme ich nochmal zu diesem Punkt. Nicht alles, was man berechnet oder misst, und das war ja bei mir bei der Beinlängendifferenz genauso, ist auch gut für den Körper. Denn es gibt noch mehr Einflussfaktoren, nur die optimalen Prismen in den Augen zu messen. Es hängt ja alles zusammen am Körper. Wir kommen da drauf nochmal.
Aber ich wollte nochmal eben diese Testung mit Applied Kinesiologie euch näher bringen. Wenn ihr noch nichts von Applied Kinesiologie gehört habt, es gibt also hier die Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Kinesiologie, das ist die DEGAK. Und die hat auf ihrer Internetseite hier mal Behandlungsbeispiele, wie so eine Testung mit Applied Kinesiologie aussieht. Also wir reden hier von einer Ärztegesellschaft, Leute. Ne? Das sind Ärzte, die eine Facharztausbildung haben und die Zusatzausbildung machen für Applied Kinesiologie. Kinesiologie wird auch angeboten von Heilpraktiker, heißt dann aber nicht Professional Applied Kinesiologie, sondern heißt eben meist dann eben nur Applied Kinesiologie oder Kinesiologie. Und hier ist zum Beispiel ein Video, wie eine Lernstörung von einem Kind gemessen wird. Das ist jetzt nicht, wie man eine Brille misst, aber auch wie man Augen misst und so weiter. Also, oder hier, wie Rückenschmerzen gemessen werden. Also auch das kann man hier mal in kurzen Videos sich anschauen und dann wisst ihr mal, was Applied Kinesiologie eigentlich so ist. Also es ist ein Muskeltest. Ja? Man testet, man reizt deinen Körper und schaut dann, ob ein Muskel dadurch geschwächt wird oder ob er den Reiz einfach super übersteht. Und es gibt hier, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, von der Frau Dr. Pohl eine Internetseite, wo es Übungen gibt, die den Nacken über die Augen ansprechen, wo man praktisch den Nacken entspannen kann über Augenübungen, beziehungsweise wo man über Augenübungen auch die Augen entspannen kann. Und macht mal diese Übungen und schaut dann, wie sich die Beweglichkeit eures Nacken ändert. Ich hatte ja gesagt, nicht alles, was man misst, ist auch gut für den Körper. Und ich möchte hier einfach nur mal theoretisch sowas durchspielen. Also habe ich mir jetzt überlegt. Das ist, wie gesagt, rein von mir. Aber wir haben jetzt hier einfach die Situation, dass praktisch wenn im entspannten Zustand die Muskeln so oder die Augen so geformt sind, dass hier Doppelbild entsteht. Ja? Ich glaube, das ist in der Realität ganz selten der Fall, dass die Augen so angelegt sind, dass hier also eine tatsächliche Winkelfehlsichtigkeit herrscht. Ich denke, dass die meisten Winkelfehlsichtigkeiten eine funktionelle Winkelfehlsichtigkeit ist. Ja, das ist ein Begriff, der jetzt von mir ist, aber man hat ja auch oftmals eine funktionelle Beinlängendifferenz. Wenn man hier sich den rechten Mann anschaut, ja, der hat eine Beinlängendifferenz. Das linke Bein ist hier, das linke Bein ist hier kürzer und dadurch ist die Hüfte nach links rotiert und es gibt eine Skoliose am Rücken, eine Skoliose in der oberen Halswirbelsäule und der Kopf ist schief, so wie es auch bei mir war. Und das entsteht eben meistens nicht, weil ein Bein tatsächlich kürzer ist, sondern das entsteht, weil zum Beispiel eine Blockade in der Wirbelsäule ist, weil zum Beispiel der Atlas schief steht, also der erste oder der zweite Halswirbel, weil du irgendein Problem in der Hüfte hast, wie auch immer. Das Bein an sich ist aber genauso lang. So. Und was man jetzt in der normalen Schulmedizin macht, ist, naja, man legt einen Keil drunter. Wenn die Beinlängendifferenz 2 Zentimeter ist, lege ich dir jetzt 2 Zentimeter Keil drunter und die Hüfte ist gerade. Ja, ich mache hier das mal mit dem Stift. Ich lege den Keil drunter und die Hüfte ist gerade. Schön, jetzt ist die Hüfte gerade. Die Hüfte wird weniger abgenutzt, du hast weniger Arthrose in der Hüfte, aber hier oben biegt sich alles noch viel stärker, weil das Problem ja hier oben ist. Das heißt, mit dem Unterlegen von einem Keil manifestiere ich die Probleme. Wenn ich eine Blockade in der Brustwirbelsäule habe und ich lege einen Keil unter, dann habe ich überhaupt keine Chance mehr, die Blockade rauszukriegen. Weil ich jetzt über die Unterlage der Beine die Blockade fixiere. Und selbst wenn ich die kurz löse, muss der Körper wieder in die Haltung gehen, weil ich natürlich einen Keil unter den Füßen habe. So. Also das meine ich mit funktionaler Beinlängendifferenz. Wenn jetzt der Kollege aber tatsächlich eine unterschiedliche Beinlänge hat und das einfach hier fehlt, der Bereich, ja,
dann ist es natürlich so, dass ein Keil untergelegt werden muss und ich so die Hüfte gerade habe und die Wirbelsäule optimal ausgerichtet. So, das ist also der Unterschied zwischen einer funktionalen und einer tatsächlichen Beinlinge-Divalenz. Und genauso könnte ich mir vorstellen, ist es bei den Augen. Ich denke, dass die Augen im Wesentlichen schon angelegt sind, dass die Muskeln passen, dass der Winkel zum Objekt passt. Aber was passiert denn, wenn ich zum Beispiel aufgrund einer Fehlstellung der oberen Halswirbelsäule, der zweite Halswirbel ist, ja, ist blockiert? Das hat eine Auswirkung auf einen Muskel. Jetzt sagen wir mal, dieser Muskel hier, der verkürzt sich, der spannt sich an. Der Winkel ändert sich und du siehst auf einmal zwei Bilder. Jetzt muss dieser Muskel versuchen, das zu kompensieren. Das macht er aber vielleicht nicht eins zu eins. Er spannt nur ein bisschen an. Und das bedeutet, jetzt hast du Doppelbilder. Dann spannt er noch stärker an und versucht es auszugleichen. Dann hast du beide Muskeln verspannt. Das ganze Paar funktioniert aber dann nicht mehr in der Bewegung. Das heißt, wenn du Objekten folgen möchtest, dann können diese zwei Muskeln nicht mehr zusammenarbeiten. Es entsteht ja genau das Symptom, was ich habe, nämlich eine komplette Verstörung, eine komplette Irritation des Nervensystems. Und die Winkelfehlsichtigkeit, die hier entsteht, wie eine funktionelle. Und das bedeutet, wenn du in dem Fall tatsächlich den Nacken löst, ja, würde sich die Situation hier wieder verändern. Wenn du aber nun diese Seite hier entlastest, indem dass du dir eine Brille aufsetzt, die eine Prismenbrille ist, ja, dann entspannt sich dieser Muskel zwar, der hier bleibt aber verspannt. Das heißt, du hast zwar eine Verbesserung der Augen, aber wie mit dem Keil, den du hier unterlegst, hast du eine Manifestierung der Situation im Nacken. Denn selbst wenn du jetzt hier diesen Wirbel wieder ins Lot bringst, hast du ja über die Brille dieses Muskelpaar fixiert. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es nicht immer sinnvoll ist, eine Prismenbrille zu tragen, auch wenn du Prismen hast. Denn der Körper sagt dir, Mensch, arbeite doch mal an den richtigen Sachen, arbeite mal an deinen Nackenmuskeln, arbeite doch noch mal an deinen Augenmuskeln, da ist ein Problem. So. Und deswegen sage ich, ist es doch besser, bevor man Prismen aufsetzt, dass man noch mal alle Möglichkeiten checkt, sprich, dass du schaust, dass du deine Nackenmuskeln entspannst, dass du noch mal schaust, dass du deine Augenmuskeln entspannst. Was du nochmal schaust, ist deine Haltung entsprechend richtig, denn das hat alles Einfluss auf die Augenmuskulatur. Also zusammenfassend nochmal für mich gesagt, Nacken- und Augenmuskulatur sind in direkter Verbindung. Ist das eine verspannt, ist das andere verspannt? Dabei ist es gar nicht mehr wichtig, was zuerst verspannt. Winkelfehlsichtigkeit wird sehr wahrscheinlich auch durch die Nackenmuskulatur beeinflusst. Ich meine, ich kann das ja sogar fast beweisen. Und wenn du dir eine Brille aufsetzt, die eine Prismenbrille ist, fixierst du auch die Anspannung der Nackenmuskeln, indem dass du eben die Augen nur einseitig entspannst. Bevor du dir also eine Brille machen lässt, Gang zum Osteopathen, Atlastherapeuten oder Spezialisten für Applied Kinesiologie. Prüf auch deinen Biss mit einer CMD. Mach Übungen für deine Augen. Hier gibt es viele im Internet, zum Beispiel auch von der Frau Dr. Pohl. Und nicht jede Winkelfehlsichtigkeit braucht tatsächlich eine Prismenbrille. Tatsächlich ist es so, dass viele von uns eine Winkelfehlsichtigkeit haben, aber die völlig irrelevant ist, weil sie haben überhaupt keine Probleme. Und andere haben extreme Probleme, also insbesondere Kinder, die auf Sonderschulen müssen. Und wenn sie dann auf einmal eine Prismenbrille bekommen, dann können sie in eine normale Schule gehen.
Wir haben jetzt bei mir eine Arbeitskollegin, die hat zwei Kinder und auch Leseschwäche und Rechtschreibschwäche haben wir eben auch ja, zur Optikerin geschickt und die haben Prismen bekommen und ja, die haben innerhalb von einem halben Jahr ihre Noten um 2 Stufen verbessert. Und der eine braucht jetzt sogar keine Prismenbrille mehr. Das hat sich so entspannt, das Auge, dass er jetzt überhaupt keine Brille mehr braucht. Also, was ich sagen will, und das ist eigentlich der Appell an die Schulmedizin, nehme ich fast das Resümee schon vorweg. Ja, Winkelfehlsichtigkeit gibt es in der Schulmedizin nicht. Ja? Und es ist sicherlich so, dass viele keine Prismen brauchen. Aber es gibt eben auch Leute, die brauchen sie und denen tut sie wirklich gut. Vielleicht nicht für immer, aber in dem Moment brauchen sie die. Es ist nicht schwarz oder weiß. Und am besten, sage ich, kann man das eben messen, mit dem, dass man den Körper selbst verlegt mit Applied Kinesiologie. Also wenn dich das Thema jetzt interessiert, schau dir das Thema CMD an. Der Zusammenhang zwischen Kiefer und Nacken. Und Kiefer und Nacken und Auge ist ja eins. Dann hatte ich es schon gesagt, die Poltherapie. Hier haben wir aber eher das Thema Haltungskorrektur. Entschuldigung, hier ist die Poltherapie, haben wir ja angesprochen. Und ja, vielleicht auch hier das Video vom Herrn Heiler zum Thema Atlastherapie. Was ist eine Atlastherapie? Wären hier wichtig. Genau. Ja, also das Thema Prolotherapie nicht. Genau. Jo, das wäre so gewesen zum Thema Verbindung Nacken-Augen. Das sollte jetzt für dich nur so ein bisschen ein Augenöffner sein, wenn ich das mal so sagen darf, dass wenn du Probleme mit den Augen hast, das durchaus vom Nacken kommen kann. Wenn du Probleme mit Kopfschmerzen hast, das durchaus vom Nacken kommen kann und dass eine Winkelfehlsichtigkeitsbrille in manchen Fällen groß Abhilfe schaffen kann. Auch wenn du keine Probleme mit dem Nacken hast. Ja? Und wenn die Probleme sich mit dem Nacken manifestieren, dann bist du natürlich richtig hier auf dem Kanal Kopfgelenksinstabilität, denn hier geht es um Blockaden, Instabilitäten und allen Symptomen, die damit verbunden sind. Kopfgelenksinstabilität ist übrigens auch keine anerkannte Krankheit in Deutschland und da kämpfen wir dafür. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Like da, kommentier, schilder auch deine Erfahrungen. Kinder, die wieder in die normale Schule gehen konnten, die Kopfschmerzen weg waren. Schilder diese Erfahrungen hier unter dem Video, damit andere, ja, Betroffene mehr Zuversicht über die Richtigkeit des Videos auch bekommen. Ja? Und ja, abonniere vielleicht den Kanal und ja, lass mir vielleicht ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und für die, die im Moment krank sind, werdet wieder gesund.